Ich gehe auf eine Reise. Willst du mit mir kommen? Die heutige Präsentation spricht über das Thema, wann beginnt der Tag? Weißt du das wirklich? Fängt ein Tag wirklich nach Mitternacht an? Oder wie manche es sagen, bei Sonnenuntergang? Beginnt der Tag wirklich am Abend, also bei Sonnenuntergang und geht bis Sonnenuntergang, wie wir es für so viele Jahre gelehrt wurden? Viele Sabbathalter sind zu dem Entschluss gekommen, dass der Begriff Abend und Morgen der Beginn eines neuen Tages bedeutet. Ist das deine Überzeugung? Viele nehmen aufgrund ihrer Tradition an, dass Abend dasselbe wie Nacht und der Morgen dasselbe wie Tag ist. Stimmt das wirklich? Glaubst du also, dass der Abend Teil der Nacht, Teil der Dunkelheit und der Morgen Teil des Tageslichts ist? Kann das mit der Schrift bewiesen werden? Mit dieser PowerPoint-Präsentation wollen wir beweisen, dass diese traditionelle Lehre in Wirklichkeit nicht biblisch ist. Bist du überrascht? Lasst uns dies ernsthaft nachforschen. Erstens, der römische Kalender beginnt einen neuen Tag um Mitternacht, dem dunkelsten Tag des 24-Stunden-Zyklus, dem Kalendertag. Zweitens, in der jüdischen Berechnung beginnt ein neuer 24-Stunden-Tag bei Sonnenuntergang, wenn es dunkel wird, wenn die Nacht beginnt. Drittens, viele Sabbatarier in der Vergangenheit beginnen den Sabbat um 18 Uhr am Freitag, ob die Sonne untergegangen war oder nicht. Und viertens, laut Jahwes Anweisungen beginnt ein neuer 24-Stunden-Tag mit der Morgendämmerung, den ersten Strahlen des Sonnenlichts. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich denken, ist das wirklich wichtig, wie man den Beginn eines neuen Tages berechnet? Für die Mehrheit der Menschen spielt es sicherlich keine Rolle. Für den lauwarmen Christen scheint es auch keine Rolle zu spielen. Für diejenigen, welche in der Schrift nach Wahrheit suchen, ist es von Bedeutung, wann der Sabbat beginnt. Ich glaube jedoch, dass es für Yahweh sehr wichtig ist, denn in der Schrift steht kein unnützes Wort. Was denkst du darüber? Viele von uns wurden gelehrt, dass ein 24-Stunden-Tag von Abend zu Abend berechnet wird, also von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Wir wurden auch gelehrt und wir glaubten, dass der Sabbat vom Augenblick des Sonnenuntergangs am Freitagabend bis zum Sonnenuntergang am Samstagabend gehalten wird. Zweitens, dass der Begriff Abend, Sonnenuntergang oder die gesamte Dunkelheit der Nacht meint und nichts weiter. Ist es möglich, dass der Erzfeind Jabes die Wahrheit viermal gefälscht hat? Wenn ja, dann sollte die Schrift uns die Wahrheit sagen. Wir müssen uns die hebräische Definition des Wortes Abend, die Nummer 6153, ansehen. Die erste hebräische Bedeutung von Abend ist Dämmerung. Das ist nach Sonnenuntergang. Die zweite hebräische Bedeutung von Abend ist Tag. Das ist vor Sonnenuntergang. Die dritte hebräische Bedeutung ist Zwielicht. Das ist ungefähr das gleiche wie Dämmerung. Die vierte hebräische Bedeutung ist Nacht. Was nun? Sonnenuntergang ist nicht eine der Definitionen. Was ist eigentlich Sonnenuntergang? Als Sonnenuntergang bezeichnet man sowohl das Verschwinden, den Untergang der Sonne unter dem Horizont, als auch den Zeitpunkt dieses täglichen Phänomens im Sonnenlauf sowie die Himmelserscheinung
als solche mit all ihren Phänomenen. Auf den Sonnenuntergang folgt die Zeit der Abenddämmerung, die je nach geografischer Breite unterschiedlich lang ist. Und was ist Sonnenaufgang? Der Sonnenaufgang folgt auf die Morgendämmerung. Als Sonnenaufgang bezeichnet man sowohl das Überschreiten, den Aufgang des Horizonts durch die Sonne, als auch den Zeitpunkt dieses Ereignisses im täglichen Sonnenlauf, sowie die Himmelserscheinung insgesamt mit all ihren Phänomenen. Hier sehen wir wiederum die Vermischung zwischen Licht und Dunkelheit, wie bei Sonnenuntergang. Zu Beginn möchte ich sagen, dass es nicht meine Absicht ist, jemand, der anderer Meinung ist, weder zu verurteilen noch zu richten. Ich möchte auch erwähnen, dass ich kein Gelehrter oder Profi bin. Ich stütze mich auf die Schrift allein. Ich möge nicht alle Antworten haben, aber die Bibel hat sie. Es ist meine Absicht, so viele Beweise als möglich zu präsentieren, um meine Position zu bekräftigen, dass der Sabbat nicht zu Sonnenuntergang, sondern zur Morgendämmerung beginnt und vor dem Sonnenaufgang am folgenden Tag endet. Matthäus 28,1. Das wäre Sonntagmorgen. Man sollte fair sein und sich die vorgelegten biblischen und historischen Beweise ansehen, diese prüfen und sich dann entscheiden, ob alles wirklich stimmt. Man darf sich nicht von Traditionen, der Meinungen von Menschen, noch von dem, was man gelehrt wurde, beeinflussen lassen. Ein guter Beröer wird alle Beweise prüfen. Es gibt fast 40 Beispiele in der Schrift, die beweisen, dass jeder neue Tag mit der Dämmerung beginnt. Wir werden uns aus der Bibel nur 6 Beispiele sowie einige jüdische historische Beweise ansehen. 1. Mose 1, Vers 3 lesen wir: Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. 1. Mose 1, 4: Und Elohim, Gott, sah das Licht, dass es gut war. Und Elohim schied das Licht von der Finsternis. 1. Mose 1, 5a: Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Also, der lichte Teil war der Tag, und der dunkle Teil war die Nacht. Es gibt 3 verschiedene Definitionen für das hebräische Wort Yom, Nummer H3117, was in Deutsch Tag bedeutet. Lasst uns die 3 wichtigsten betrachten und nur die ersten beide gelten für diese Studie. Tag, Yom, die erste Definition, 12 Stunden, die warmen, heiße Stunden des Tages von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Jeschua antwortete in Johannes 11, 9, sind der Stunden des Tages nicht 12? Die zweite Definition, 24 Stunden, die Stunden von einem Sonnenuntergang bis zum anderen Sonnenuntergang oder von einem Sonnenaufgang bis zum anderen Sonnenaufgang. Es scheint keinen biblischen Begriff für den 24-Stunden-Zeitraum zu geben. Die dritte Definition ist eine symbolische prophetische Zeit. Eine Stunde prophetischer Zeit sind 15 Tage buchstäbliche Zeit. Zum Beispiel in Offenbarung 17, 12 heißt es, die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben, aber erhalten die Macht als Könige für eine Stunde mit dem Tier. Das Wort Tag muss näher erläutert werden, denn Tag kann in dieser Studie 12 oder 24 Stunden bedeuten. Also 24 Stunden ist ein Zyklus. Ich habe in der Heiligen Schrift keine bestimmte Laufzeit für einen 24-Stunden-Zyklus Tag gefunden. Zyklus ist das Wort der Wahl, um eine 24-Stunden-Zeitperiode zu beschreiben.
Der 12-Stunden-Tag oder Nacht. Wir lesen zum Beispiel in Jeremia 33, 20 bis 21 und 25 und 26. So spricht Yahweh: Wenn ihr meinen Bund betreffs des Tages und meinen Bund betreffs der Nacht brechen könnt, so dass Tag und Nacht nicht mehr seien zu ihrer Zeit, so wird auch mein Bund mit meinem Knecht David gebrochen werden. So spricht Yahweh: Wenn nicht mein Bund betreffs des Tages und der Nacht besteht, wenn ich nicht die Ordnungen des Himmels und der Erde festgesetzt habe, so werde ich auch den Samen Jakobs und Davids, meines Knechtes, verwerfen. Beispiel: 12 Stunden für die Tageszeit und 12 Stunden für die Nacht. Was sagte Jeschua? In Johannes 11, 9 sind der Stunden des Tages nicht 12. Wenn jemand am Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Logisches Denken. Deshalb besteht die Nacht auch aus 12 Stunden, um den 24-Stunden-Zyklus zu vervollständigen. Die Begriffe Tag und Nacht sind für dieses Studio wichtig. Die Bibel gibt uns also keine kleine Zeiteinheit wie eine Minute oder den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs. Die kleinste prophetische Einheit ist etwa eine halbe Stunde. Also 7,5, das meint 8 Tage. Oder eine Stunde meint 15 Tage. In der prophetischen Einheit, von der die Bibel spricht. Das griechische Wort Stunde ist auch ein mehrdeutiger Begriff, aber wir werden in diesem Thema uns damit nicht befassen. Wir wollen diese Tag- und Nachtfrage etwas näher betrachten. 1. Mose 1,5: Und Gott nannte das Licht Tag und die Dunkelheit nannte er Nacht. Hinweis in dieser Reihenfolge: Die zwei großen Segmente Licht und Finsternis des vollen Zyklus werden zuerst angesprochen. Also Gott nannte das Licht den Tag, Yom, und die Dunkelheit nannte er Nacht, Lail. Beachtet: Licht, der Tag kam zuerst. Der 12-Stunden-Tageszeitraum wird in weitere zwei Teile aufgeteilt, erstens Ereb und zweitens Bukka. Erstens Ereb, das ist die Abenddämmerung, der Tag, Abend, Nacht, Mischung von Licht und Dunkelheit. Erstens die Dämmerung, nach Websters 1828 Wörterbuch, eine Mittelstufe zwischen Licht und Dunkelheit. Zweitens Zwielicht, auch vom Websters 1828 Wörterbuch, das schwache Licht, das sich auf der Erde nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang widerspiegelt. Das Licht, was man am Himmel während der Abenddämmerung sieht, kommt von der Sonne, deshalb ist dieses Zwielicht noch Teil des Tages. Zwielicht ist eine Mischung von Licht und Finsternis. Zweitens Bukka. Das ist die Morgendämmerung, wie der Durchbruch eines Tages, in der Regel vormittags, früh, morgens, also eine Mischung aus Licht und Dunkelheit. Tagesanbruch, Websters 1828 Wörterbuch, Tagesanbruch, der erste Auftritt des Tages, die erste Erscheinung des Lichts am Morgen. Das Licht, was man am Himmel während der Morgendämmerung, Bukka, Nummer H1242 sieht, kommt ebenfalls von der Sonne. Ohne Sonne gibt es keine Morgendämmerung. Deshalb gehört die Morgendämmerung zum Tag. Deshalb gehören beide Dämmerungen, Morgen und Abend, zum Tageslicht. Lasst uns als nächstes ein Diagramm ansehen.
Hier haben wir die Lichtzeit, die schließt zwei Zwielichter ein. Wir haben Sonnenaufgang, aber wir haben davor den Frühmorgens, wir haben den Sonnenuntergang und dann wir haben den Abend in Erep. Und dann die Nachtsaison ist nur eine Einheit. Die wurde nicht eigentlich in mehrere Teile aufgeteilt. Im ersten Teil von 1. Mose 1,5 werden die beiden großen Teile des 24-Stunden-Zyklus zuerst genannt. Ich nenne diese Tageszeit und Nachtzeit. Im zweiten Teil von 1. Mose 1,5 werden die beiden kleineren Teile der Tageszeit zuletzt erwähnt. Diese werden Morgen Boker und Abend Erep genannt. 1. Mose 1,5b. Und es ward Abend und es ward Morgen, erster Tag. Abend und Morgen. Zuerst müssen wir das Wort Tag untersuchen. Das ist der Teil der Schrift, über den man uneins ist. Sagt es nicht genau hier, dass der Abend zuerst kommt? Es scheint doch so. Bevor wir weitergehen. Das Licht am ersten Tag kam nicht von der Sonne. Es war Jahs Licht. Auch war am ersten Tag keine Morgendämmerung, denn Jahwe hatte die Finsternis, Schoschek, noch nicht von seinem Licht getrennt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass am zweiten, dritten und am vierten Tag der Schöpfung es eine Morgendämmerung gab, um den Tag zu beginnen. Das wird uns nicht gesagt, wir müssen es im Glauben annehmen. Als jedoch die Sonne am vierten Tag geschaffen wurde, gab es die Morgen- und Abenddämmerung, wie wir es heute haben. Diese Studie über Morgen- und Abenddämmerung bezieht sich auf jeden Fall auf die Schöpfungswoche. Wir haben die Morgendämmerung, wir haben die Tageszeit und wir haben die Abenddämmerung. 1. Mose 1,16. Und Gott machte zwei große Lichter. Das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Deshalb ist jedes Licht am Himmel, das von der Sonne kommt, einschließlich der Dämmerung, Teil des Tages und nicht Teil der Nacht. Und das geschah am vierten Tag der Schöpfung. Das bestätigt uns, dass die Morgendämmerung, Boker, Licht von der Sonne und der Abend, Erep, Licht von der Sonne erhält und deshalb diese zum Tag, zum Licht gehören. Die Nacht erhält absolut kein Licht von der Sonne, deshalb wird die Nacht auch nicht in weitere Teile wie der Tag aufgeteilt. Später teilten die Hebräer die Nacht in drei Teile oder Uhrzeiten auf und die Römer hatten vier Uhrzeiten oder vier Nachtwachen. Sechsmal lesen wir in 1. Mose 1 den Satz, und es ward Abend, und es ward Morgen, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag und so weiter. Die meistgestellte Frage von 1. Mose 1 ist, warum erwähnt die Schrift zuerst den Abend? Sollte der Morgen nicht zuerst aufgeführt werden? Wir wissen jetzt, dass sowohl der Morgen sowie der Abend zum Tageslicht gehören. Können wir damit übereinstimmen? Doch sagen manche immer noch, der Morgen sollte zuerst erwähnt werden. Möchtet ihr wissen, warum der Morgen nicht zuerst aufgeführt werden kann? Das Licht wurde zuerst geschaffen. 1. Mose 1b. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, heißt es dann. In 1. Mose 1 und 2b und 3 wurde das Licht als erstes geschaffen. Am ersten Tag war keine Morgendämmerung. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das Licht wurde zuerst durch das Wort Jahwes geschaffen und dann folgte der Abend. Es heißt, und es ward Abend. Nachdem das Licht wiederhergestellt war oder geschaffen war, folgte der Abend. Dem Abend folgte die Nacht, die Dunkelheit. 1. Mose 1,5c. Und es ward Morgen, erster Tag,
Als die Nacht vorüber war, folgte der Morgen. Der erste 24-Stunden-Tag endet zur Morgendämmerung. Die Lutherbibel übersetzt 1. Mose 1, 5b wie folgt. Da war das Abend und Morgen der erste Tag. Beachte, dass die Schrift nicht sagt, dass die Nacht, H 39,15, und der Morgen einen Tag bilden, sondern dass der Abend, Nummer 61,53, und der Morgen einen Tag bilden. Das ist wichtig zu verstehen. Ignoriert alle vorgefassten Ideen und nehmt die biblische Erklärung an. Der Abend, Nummer H 61,53, kann sich nicht auf die Nacht H 39,15 beziehen, sondern bezieht sich auf den Nachmittag, die Zeit zwischen Mittag und Sonnenuntergang. Der Abend und der Morgen sind Teil des Tageslichts und nicht Teil der Nacht oder Teil der Dunkelheit. Wir müssen lernen, alles im Zusammenhang zu lesen. Wir können nicht etwas in den Text oder in den Worten hineinlesen, was nicht vorhanden ist. Man kann auch das Wort folgen, folgt anstatt wart gebrauchen, dann würde es wie folgt heißen. Der Abend folgte dem Morgen, das war der erste Tag. Hier handelt es sich nur um die Tageslichtstunden. Es spricht hier vom Morgen, dem Morgengrauen bis zum Mittag. Und Abend, mittags bis abends, der Nachmittag, der dem Vormittag folgt. Das stellt einen Tag dar, die Tagesstunden, die Nacht ist nicht beteiligt. Doch im nächsten Bild haben wir eine andere Übersetzung dieses Verses, die uns einen 24-Stunden-Zyklus gibt, also Tag und Nacht, indem wir nur ein Wort ändern. Hier ist zum Beispiel eine Wiedergabe der Schlachterbibel. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen der erste Tag. In dieser Übersetzung haben wir einen 24-Stunden-Zyklus, also eine Nacht, die einem Tag folgt. Denkt darüber nach, der Abend kann nicht kommen, es sei denn, dass ein Tag vorausgegangen ist. Und der Morgen kann nicht kommen, außer dass eine Nacht vorausging. Zuerst kommt der Abend am Ende des Tages und dann kommt der Morgen am Ende der Nacht. Durch den Gebrauch des richtigen Wortes ändern wir die Reihenfolge, in dem der Abend dem Morgen folgt. Zuerst der Abend, heute, dann der Morgen, nächster Tag. Vielleicht ist das so einfach und eine große Überraschung. Doch die Tatsache ist, dass 1. Mose 1, 5b nun im Einklang mit dem Rest der Schrift steht. Besonders mit den Morgen- und Abendopfern des Heiligtumdienstes. Vergleich die folgenden 6 Verse, die alle auf den Morgen Boka, H 1242 und Abend Erab, H 6153, in dieser Reihenfolge hinweisen, ohne Worte dazwischen, die den Sinn ändern. Erster Samuel 17,16. Und der Philister trat morgens und abends herzu und stellte sich hin 40 Tage lang. 1. Chronik 16,40, um Jahwe Brandopfer zu opfern auf dem Brandopferaltar, beständig des Morgens und des Abends, und zwar nach allem, was in dem Gesetz Jahwes geschrieben steht, das er Israel geboten hat. 2. Chronik 2,4, siehe, ich will dem Namen Jahwes, meines Gottes, ein Haus bauen, um es ihm zu heiligen, wohlriechendes Räucherwerk vor ihm zu räuchern und um das beständige Schichtbrot zuzurichten und Brandopfer morgens und abends zu opfern an den Sabbaten und an den Neumonden
und an den Festen Jahwes, unseres Gottes, ewiglich liegt dies Israel ob. Zweite Chronik 31,3: Und er gab das Teil des Königs von seiner Habe zu den Brandopfern, zu den Morgen- und Abendbrandopfern und zu den Brandopfern der Sabbate und der Neumonde und der Feste, wie es im Gesetz Jahwes vorgeschrieben ist. Esra 3,3: Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte, denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder, und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Jahwe, die Morgen- und Abendbrandopfer. Und dann haben wir noch eins im Psalm 65,8: Und es fürchten sich die Bewohner der Erde, der Enden der Erde, vor deinen Zeichen. Du machst jauchzen die Ausgänge des Morgens und des Abends. Es gibt 28 Schriftstellen in der King James Version Bible, die erklären, dass der Tag der Nacht vorausgeht, indem sie einfach Tag und Nacht anstatt Nacht und Tag angeben. Diese Texte wurden alle richtig übersetzt. Mit dieser Präsentation werde ich das Wort Tag, das vom ursprünglichen hebräischen Wort Yom übersetzt wurde, nicht gebrauchen. Das Wort Tag hat viel durch seine unklare Definition seiner endgültigen Richtigkeit verloren. Tag kann 12 oder 24 Stunden, Tag oder Nacht oder beides bedeuten. Um die Schrift richtig zu verstehen, müssen wir viel genauer sein. Ich bevorzuge das Wort Zyklus oder Kalendertag zu gebrauchen, wenn es um 24 Stunden geht. Wenn ich allerdings Texte aus der Schrift zitiere, die den Sabbattag betreffen, dann werde ich nicht das Wort Zyklus verwenden. Wenn es jedoch um Tag und Nacht oder 24 Stunden geht, werde ich das Wort Zyklus gebrauchen. Biblische Zeugnisse und jüdisch-geschichtliche Zeugnisse. Als nächstes werden wir einige biblische Beispiele hinsichtlich des Beginns eines Tages untersuchen, und zwar von Abraham, Mose, Johannes und geschichtliche Beweise. Der erste biblische Beweis ist in 1. Mose 14 und 15. Abrahams Bund mit Jahwe. Im Bund mit Jahwe. Wir wollen jetzt auf Jahwes Bund schauen, den er in 1. Mose 14 und 15 mit Abraham machte. In 1. Mose 15 sagt Jahwe zu Abraham in einer Vision, dass er sich vor nichts zu fürchten braucht, weil er ihn wie ein Schild schützen würde. Jahwe führte Abraham nach draußen, um die Sterne zu zählen, mit dem Versprechen, so zahlreich würden seine Nachkommen sein. Dann wurde Abraham angeordnet, einen feierlichen Vertrag vorzubereiten, der aus gewissen Tieren und Vögeln bestand, die auf eine besondere Weise vorbereitet wurden. Wenn man die Schrift sorgfältig studiert, wird man entdecken, dass dieser Bund zwischen Jahwe und Abraham während des Beginns eines neuen Jahres gemacht wurde, genauer am 14. Tag des ersten Monats, was später das Passafest wurde. Abraham bereitete 5 Opfer zur Zeit des Abendopfers um 15 Uhr vor. Während Abraham auf Jahwe wartete, seinen Teil des Bundes zu erfüllen, schwebten die Raubvögel ständig über sein Opfer, was uns zeigt, dass es noch hell war, also Tag. Es wurde noch nicht dunkel. Da die Vögel noch nicht zur Ruhe gegangen waren, dann lesen wir in Vers 12, dass Abraham, als die Sonne untergegangen war, von Gott induziert, in einen tiefen Schlaf verfiel. Er erhielt eine Vision, wo ihm gesagt wurde, dass seine Nachkommen für 400 Jahre Fremdlinge in einem Land sein werden, das ihnen nicht gehört. Aber Jahwe wird die Nationen richten und die Nachkommen mit einem großen Reichtum
befreien. In Vers 17 schließt Jahwe den Bund, und es geschah, als die Sonne untergegangen war und dichte Finsternis geworden, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Dies war der zweiteilige Bund. Abrahams Teil fand am Tag, als es Licht war, statt, und Jahwes Teil in der Nacht, als es dunkel war. Es fand aber alles am gleichen Tag statt, nicht über einen Zeitraum von 2 Tagen, was uns beweist, dass die folgende Nacht Teil des 24-Stunden-Zyklus war, der 14. Tag des ersten Monats. 1. Mose 15, 18 sagt: Am selbigen Tage machte Jahwe einen Bund mit Abraham. Es sagt also nicht am nächsten Tag oder am nächsten Zyklus. So lasst uns sehen, was 430 Jahre später, als sie Ägypten verließen, stattfand. 2. Mose 12, 41. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, und es geschah an diesem selbigen Tage, dass alle Heere Jahwes aus dem Lande Ägypten auszogen. 2. Mose 12, 51. Und es geschah an diesem selbigen Tage, da führte Jahwe die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten heraus nach ihren Heeren. Und Jeremia 34, 13. So spricht Jahwe, der Gott Israels: Ich habe einen Bund mit euren Vätern gemacht, an dem Tage, da ich sie aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft herausführte. In 1. Mose 15, 17 erfüllte Jahwe seinen Teil des Bundes zu welcher Zeit? Als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis Mitternacht geworden war und ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme zwischen jenen Stücken hindurchführte. Abraham erfüllte seinen Teil des Bundes während des Tageszeit am 14. Tag des ersten Monats um ungefähr 15 Uhr. So, hier haben wir den Sonnenaufgang, ein Zyklus von Sonnenaufgang bis zum Sonnenaufgang. Und hier heißt es, Abraham bereitete das Opfer für den Bund vor, dieser blaue Pfeil, und zwar um die 9. Stunde, nachmittags, um 15 Uhr. Das 1. Mose 15, Vers 10. Und dann sehen wir, mit dem anderen Pfeil hier, die Raubvögel versuchten, die auf dem Altar liegenden Äser zu fressen. 1. Mose 15, 11. Es war immer noch Tageslicht. Drittens, Abrahams Teil des Bundes ist getan und er wartet auf die Bestätigung Jahwes. 1. Mose 15, 13 bis 14. Und er sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Lande, das nicht das ihre ist, und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welche sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. So, diese Worte Jeschuas an Abraham sind irgendwann während der Dunkelheit gesprochen worden. Dann haben wir Nummer 4, und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stückchen hindurchfuhr. Siehe 2. Mose 12, 29, als der Todesengel um Mitternacht über Ägypten ging. Das geschah alles in der Nachtsaison. Am Abib 14. Jahwe erfüllte seinen Teil des Bundes in der Nacht. Am selbigen Tage machte Jahwe einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens
bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Der Tagesanbruch ist Jahwes perfekter Plan. Jeschua führte diesen Plan bei der Schöpfung ein. Wir brauchen nur mit Freuden anzunehmen, was und wie es geschrieben steht. Zweiter biblischer Beweis, das Passa in Ägypten, das lesen wir in 2. Mose 12, 1 bis 10. So lasst uns 2. Mose 12, 1 bis 10 lesen in der Elbefelder Übersetzung. Und Jahwe redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprechet: Am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus, und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Hause, nach der Zahl der Seelen, einen jeden sollt ihr nach dem Maße seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Und sie sollen in selbiger Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer, und ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf samt seinen Schenkeln und samt seinen Eingeweide. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen, bis an den Morgen. Und was davon bis an den Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Der 14. Tag des ersten Monats ist das Passafest. Den Israeliten wurde befohlen, ein Lamm zwischen den beiden Abenden, also am Nachmittag, um 15 Uhr zu schlachten. Sie wurden außerdem angewiesen, das Fleisch des Lammes in dieser Nacht und nicht am nächsten Tag zu essen. 2. Mose 12, 14 sagt, dass dieses Passa als eine ewige Satzung gehalten werden soll. Dieses Mal sollte am Tag des Passa zur Zeit der Abenddämmerung bis in die Nacht gehalten werden. In anderen Worten, die Israeliten wurden angeordnet, das Lamm am Nachmittag des 14. Tages zu schlachten, zur planmäßigen Zeit um 15 Uhr oder zwischen den zwei Abenden und es in derselben Nacht zu essen, was immer noch der 14. Tag des ersten Monats war. Außerdem durften sie nichts vom Lamm bis zum Morgen, H12, 42, übrig lassen, also bis zum nächsten Tag. Diese hebräischen Worte werden zum ersten Mal in 2. Mose 12, 6 gebraucht. Und ihr sollt es in Verwahrung haben, bis auf den 14. Tag dieses Monats, und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. So, hier werden zwei Wörter gebraucht. 996 Bein und 6153 Abayim. Zwischen den zwei Abenden, was bedeutet das? Bein H. Abayim. Die meisten Ressourcen erwähnen, dass viele Interpretationen von Bein Ha-Abayim sich einig sind, dass es sich hier um die Zeit zwischen Mittag und der Dunkelheit handelt. Man sollte aber darauf hinweisen, dass eine Anzahl der Kommentare auf 15 Uhr Nachmittag oder auf die hebräische 9. Stunde des Tages hinweisen.
12 Uhr mittags, wir haben Morgen, wir haben Abends. Der Lichtteil des Tages im Morgen und Abend aufgeteilt. Hier ist aus einem Buch Schatzkammer der Schriftkenntnis. Es sagt folgendes: Am Abend, hebräisch für zwischen den zwei Abenden, die Juden teilten den Tag in Morgen und Abend auf, bis die Sonne den Meridian 12 Uhr mittags passierte, war es Morgen oder Vormittag, nachdem war es Abend oder Nachmittag. Der erste Abend begann kurz nach 12 Uhr mittags und dauerte bis Sonnenuntergang. Ihr zweiter Abend begann am Sonnenuntergang und dauerte bis zur Dunkelheit, das heißt während der gesamten Zeit der Dämmerung. Deshalb wurde das Passa zwischen 12 Uhr und bis zum Ende der Dämmerung dargeboten. Das ist Schatzkammer der Schriftkenntnis über 1. Mose 12, 6. Also der Abend wurde um 15 Uhr geteilt. Das nannte man zwischen den zwei Abenden. Zwischen den zwei Abenden am Kreuz. Wir haben 12 Uhr Mittag. Der Abend beginnt. Wir haben 15 Uhr zwischen den Abenden. Und wir haben die Dämmerung. Der Abend endet. Obwohl es zwischen den Gelehrten ständigen Streit gibt, wann Bein Ha'abayim tatsächlich beginnt, weist Jahwes inspirierte Schrift ohne Zweifel auf die Zeit zwischen Mittag und der Dunkelheit hin. Das beste dokumentierte Opfer ist das Opfer des eingeborenen Sohnes, Jeschuas. Jeschuas Tod um 15 Uhr, am 14. des ersten Monats, Abib, fand auf jeden Fall zwischen den zwei Abenden statt. Und ihr könnt dies hier in dieser Webseite nachlesen. Ein weiterer Beweis in 2. Chronik 35,1, 13 bis 14 und Vers 16. Und Josia feierte dem Jahwe Passa zu Jerusalem und man schlachtete das Passa am 14. des ersten Monats. Und sie brieten das Passa am Feuer nach der Vorschrift und die geheiligten Dinge kochten sie in Töpfen und in Kesseln und in Schüsseln und verteilten sie eilends an alle Kinder des Volkes. Und danach bereiteten sie für sich und für die Priester, denn die Priester, die Söhne Aarons, waren mit dem Opfern der Brandopfer und der Fettstücke bis zur Nacht beschäftigt und so bereiteten die Leviten für sich und für die Priester, die Söhne Aarons. Vers 16. Und so wurde der ganze Dienst Jahwes an jenem Tage eingerichtet, um das Passa zu feiern und die Brandopfer auf dem Altar Jahwes zu opfern, nach den Geboten des Königs Josia. In diesen Versen wird uns gesagt, dass alle Dienste am selben Tage getan wurden. In anderen Worten, sie schlachteten, sie kochten und sie aßen das Lamm am 14. Tage, das schloss den Tag und die Nacht ein. Das meint also, dass die Zeit nach dem Sonnenuntergang immer noch zum 14. Tag gehörte. Und wie wir in 2. Mose 12, 10 lasen, was immer vom Passalamm bis zum nächsten Morgen übrig blieb, musste während den letzten Stunden des 14. Tages, also vor Morgendämmerung des 15. Tages, verbrannt werden. Denkt daran, der Todesengel ging in der gleichen Nacht um Mitternacht über Ägypten. Das war immer noch Passa, nämlich der 14. Tag des ersten Monats und es war noch nicht der 15. Tag, also das Fest der ungesäuerten Brote. Es war besonders angeordnet, dass jedoch ungesäuertes Brot bereits am Tag vor dem Fest der ungesäuerten Brote am Abend davor, also vor Sonnenuntergang, gegessen werden musste. Genauso gebot Jahwe, dass Israel ihre Seelen am Versöhnungstag bereits am Abend davor,
also vor Sonnenuntergang des vorigen Tages kasteien mussten. Hier ist Jabes Anweisung für Passa. Das sind 3. Mose 23, 6. Und am 15. Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Yahweh. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Das Fest der ungesäuerten Brote beginnt am 15. Tag des ersten Monats. Ich gehe nochmals in den nächsten Bildern in Einzelheiten darauf ein, wo es sich um den Versöhnungstag handelt. Beispiel oder Zeugnis Nummer 3. Antworten für den Versöhnungstag in 3. Mose 23, 16 bis 32. Tag der Versöhnung, der 10. Tag des 7. Monats. 3. Mose 23, 26 bis 27. Am 10. Tage dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag. Wir wissen bereits, dass der 10. Tag bei der Morgendämmerung beginnt. Sabbatbedingung. Eines der ersten Bedingungen, den Sabbat zu heiligen, ist, dass man 6 Tage arbeitet und am 7. Tag ruht. Modell für die Arbeitstage. Arbeit während der hellen Stunden des Tages und Ruhe in der Nacht, wenn es dunkel ist. Modell für den Sabbat. Anbetung während der Lichtzeit, Ruhe in der Nacht. Keine Einschränkungen oder besondere Richtlinie haben wir hinsichtlich der Nahrung, was man am wöchentlichen Sabbat essen darf und was man nicht essen darf. Ernährung während der Feste. Jedes Fest hat besondere Richtlinien hinsichtlich der Ernährung. So lasst uns diese kurz betrachten. Passa. Es wurde angeordnet, ungesäuertes Brot am Abend des 14. Tages zu essen, also bevor das eigentliche Fest der ungesäuerten Brote offiziell begann. Dann haben wir das Fest der ungesäuerten Brote. Es wurde angeordnet, ungesäuertes Brot 7 Tage lang zu essen. Pfingsten. 2 Gerstenbrote wurden vor dem Vater gewebt. Das war gesäuertes Brot. Das Fest der Posaune in Vorbereitung auf den Versöhnungstag wählten viele sich für 40 Tage vor dem Tag der Versöhnung von einigen Süßigkeiten zu enthalten. Dann das Laubhüttenfest, keine Einschränkungen der reinen Speisen laut der Tora. So, für den Versöhnungstag gab es allerdings 2 besondere Anordnungen und diese werden 3-mal erwähnt. Erste Anordnung für den Versöhnungstag, 3. Mose 23, 26 bis 27. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, doch am 10. Tage dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag und wir haben gelernt, dass der Tag mit der Morgendämmerung beginnt. Keinerlei Arbeit ist erlaubt und keinerlei Arbeit sollt ihr tun an diesem selbigen Tage. Denn jede Seele, die sich nicht kasteit, die irgendeine Arbeit tut an diesem selbigen Tage, selbige Seele werde ich vertilgen aus der Mitte ihres Volkes. Keinerlei Arbeit sollt ihr tun, ein Sabbat der Ruhe soll er für euch sein. Das war am 10. Tag des 7. Monats. Dann haben wir die 2. Anordnung für den Versöhnungstag. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, doch am 10. dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag, ihr sollt eure Seelen kasteien. Dann 3. Mose 23, 29, 32, denn jede Seele, die sich nicht kasteiet, an diesem selbigen Tage, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern und drittens, und ihr sollt eure Seele kasteien. So 3-mal wird das hier erwähnt. So was meint es, die Seele zu kasteien? Wie soll man die Seele kasteien? Hier haben wir die Antwort in Jesaja 58, 3. Warum haben wir gefastet, unsere Seelen kasteit? Hier ist das Wort Fasten, Nummer H 66, 84 in Hebräisch. Erwähnt, das meint zudecken, den Mund zudecken, das heißt zu fasten.
Dann haben wir Apostelgeschichte 27, 9 im Neuen Testament. War nun der gefährlichste Schiffen, dass auch das Fasten, meint der Versöhnungstag, schon vorüber war. Hier haben wir das griechische Wort G 35, 21, das meint Enthaltung von Nahrung, freiwillig oder aus religiösen Gründen, besonders der Tag der Versöhnung. Seine Seele zu kasteien am Versöhnungstag meint ein totales Fasten, also keine Nahrung, kein Wasser zu sich zu nehmen. So, an welchen Tag soll man die Seele kasteien? 3. Mose 23, 32. Und ihr sollt eure Seelen kasteien am 9. des Monats, am Abend und vom Abend bis zum Abend. So, das Fasten beginnt am Abend des 9. Tages im 7. Monat. So, warum soll man seine Seele kasteien? Was ist der Grund? An diesem Tag wird nach talmudischer Tradition das Urteil über den Menschen, das am Neujahrsfest, dem Tag des Gerichtes, gefällt wurde, besiegelt und bekommt damit Gültigkeit. Der Versöhnungstag soll dazu dienen, den Menschen zu entsühnen, ihn die göttliche Verzeihung für seine Missetaten erlangen zu lassen. So ist der Versöhnungstag ein Tag der Reue, der Buße und der Umkehr. Der offizielle Tag der Versöhnung ist am 10. Tag des 7. Monats, am Tagesanbruch, dem 10. Tag des 7. Monats. 3. Mose 23, 27, der Versöhnungstag, am 10. Tag dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag. Und wie wir gesehen haben, der Tag beginnt am Tagesanbruch. Vers 32. Feiern mit Fasten, beginnend am Abend des 9. Und ihr sollt eure Seelen kasteien, am 9. des Monats am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr eure Seelen, euren Sabbat feiern. Die Zeit der Kasteiung, die Fastenzeit, beginnt bereits am Abend des 9. Tages. Der Grund, dass das Fasten bereits am 9. Tag beginnt, wenn man mit dem Fasten 12 Stunden vor Tagesanbruch beginnt, dann ist man wesentlich besser vorbereitet für den Ernst des Versöhnungstages, der offiziell erst bei der Dämmerung des 10. Tages beginnt. Das Fasten wurde dann am nächsten Abend, also nach 24 Stunden, beendet. Vergleich des Passafestes mit dem Versöhnungstag. Hier haben wir auf der linken Seite das Passa. Es wird mit ungesäuertem Brot am Abend des 14. Tages des 1. Monats gefeiert. Und dann der Versöhnungstag wird mit einem totalen 24 Stunden Fasten im 7. Monat beginnen am Abend des 9. Tages bis zum Abend des 10. Tages gefeiert. Hier ist etwas zum Nachdenken. Wenn der Versöhnungstag wirklich bei Sonnenuntergang am 9. Tage anfing, also am Beginn des 10. Tages, dann hätte die Anordnung Sonnenuntergang-Theorie einfach gelautet, den Versöhnungstag am 10. Tage zu feiern. Es wäre also keine Notwendigkeit gewesen, den Sabbat am Abend des 9. Tages zu beginnen. Außerdem beginnt der Abend des 9. Tages nach der Sonnenuntergang-Theorie bereits beim Sonnenuntergang des 8. Tages. So, die Sonnenuntergang-Theorie funktioniert hier nicht. Fehlerhafte Argumente, die nicht biblisch sind. Viele nutzen diesen Text als Beweis dafür, dass der wöchentliche Sabbat von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gehalten werden soll. Aber jede denkende Person wird erkennen, dass diese Schriftstelle das Gegenteil beweist. Das Fasten beginnt am Abend, nicht der Festsabbat. Es war nur das Fasten, was am Abend beging. Der vierte biblische Beweis oder Beispiel oder Zeugnis ist in 2. Mose 14 zu finden, und zwar Pharaos Streitwagen oder Kriegswagen.
Der Bericht von Mose, der die Israeliten durch das Rote Meer, eigentlich durch das Schilfmeer, führte, wurde durch göttliche Eingabe erfasst. Deshalb würde es uns gut tun, die Wahrheit hinsichtlich dieses äußerst wichtigen Ereignisses herauszufinden. Zeigt dieses Ereignis, dass der Tag bei Dämmerung oder bei Sonnenuntergang beginnt? Unsere Ermittlung hinsichtlich des Zeitpunktes dieses Ereignisses beginnt am Ufer des Toten Meeres. 2. Mose 14,10. Und als der Pharao nahte, da hoben die Kinder Israel ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zu Jahwe. Als die Israeliten die Ägypter von weitem kommen sahen, war es offensichtlich heller Tag. Beachtet aufmerksam die nächsten Worte von Moses. Und zwar in 2. Mose 14,13. Und Mose sprach zu dem Volke: Fürchtet euch nicht, stehet und sehet die Rettung Jahwes, die er euch heute schaffen wird, denn die Ägypter, die ihr heute sehet, die werdet ihr hinfort nicht mehr sehen, ewiglich. Das Wort Yom ist das ursprüngliche Wort für heute und kann je nach Kontext 12 Stunden oder auch 24 Stunden bedeuten. In Anbetracht der Sonnenuntergang-Theorie sagte Mose, dass Jahwe ihre Rettung oder der Plan ihrer Befreiung noch vor Sonnenuntergang, also am lichten Teil des Tages, stattfinden würde. Es war während des Tageslichts, dem ersten Teil des 24-Stunden-Zyklus, dass die Israeliten die verfolgenden Ägypter erblickten. Laut der Sonnenuntergang-Theorie würden die Israeliten von den ihnen verfolgenden Ägyptern noch heute, also bevor Sonnenuntergang, errettet werden. Ist das aber tatsächlich vor Sonnenuntergang geschehen? Schließlich zog der Engel Jahwes von vorne des Lagers nach hinten, um den notwendigen Schutz sowie das Licht für die Überquerung des Schilfmeeres zu garantieren. Denn laut Mose sollte die Rettung noch heute innerhalb des 24-Stunden-Zyklus stattfinden. Hier haben wir 2. Mose 14, 19 bis 20. Und der Engel Jahwes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie, und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde dort Wolke und Finsternis, und erleuchtete hier die Nacht. Und so nahte jenes diesem nicht die ganze Nacht. Diese beiden Verse zeigen die Einzelheiten für die Lichtsaison sowie die folgende Nachtsaison, die den Israeliten Schutz garantierte. Jahwe arrangierte lebensrettende Ereignisse für die Nacht des Kalendertages. Jahwe demonstrierte die verheißende Errettung zur genauen, verheißenen Zeit. Der Sonnenuntergang kam und ging, aber ihre Rettung war noch nicht abgeschlossen. Doch laut der Sonnenuntergang-Theorie beginnt der neue Tag, sobald die Sonne untergegangen ist. Das meint, der nächste Kalendertag bricht an. Das wäre also nicht mehr heute. Jahs heutiges Versprechen der Rettung während des Tageslichts ging nahtlos in die folgende Nacht. Das Versprechen einer heutigen Befreiung offenbarte sich auf eine wunderbare Art und Weise. Heute, 2. Mose 14, 13, endete nicht bei Sonnenuntergang, während den Stunden dieses unglaublichen Ereignisses. Rettung kam jedoch während des 24-Stunden-Zyklus. So lasst uns 2. Mose 14, 21 bis 22 lesen. Und Mose streckte seine Hand aus über das Meer, und Jahwe trieb das Meer durch einen starken Ostwind hinweg, die ganze Nacht, und machte das Meer trocken. Und die Wasser wurden gespalten. Und die Kinder Israel gingen mitten in das Meer hinein, auf dem Trockenen, und die Wasser waren ihnen eine Mauer
zur Rechten und zur Linken. Das Versprechen Jahwes war, dass er dem hebräischen Volk buchstäblich ihre Rettung demonstrieren wird. Ich glaube, dass sie Folgendes mit ihren Augen bezeugten. Erstens den Engel Jahwes, Jeschua, als er noch während des Tageslicht aufbrach und hinter sie trat. Zweitens, wie Moses seine Hand über das Meer ausstreckte. Drittens, wie der starke Ostwind das Wasser teilte. Viertens, den erstaunlichen Korridor, der sichtbar wurde, und den trockenen Weg durch das Rote Meer. Die hochragenden Wasserwände auf jeder Seite, während sie trockenen Fußes zum anderen Ufer eilten. Wie das Meerwasser zusammenstürzte und die zum Scheitern verurteilten Ägypter eingeschlossen wurden. Und siebtens, Jahwe zeigte in der Tat den entsetzten Hebräern seine rettende Macht an demselben Tag, in derselben Nacht, wie versprochen. So lasst uns 2. Mose 14, 24 bis 26 lesen. Und es geschah, in der Morgenwache, da schaute Jahwe in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er stieß die Räder von seinen Wagen und ließ es fahren mit Beschwerde. Und die Ägypter sprachen, lasst uns vor Israel fliehen, denn Jahwe streitet für sie wider die Ägypter. Und Jahwe sprach zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, dass die Wasser über die Ägypter zurückkehren, über ihre Wagen und über ihre Reiter. Das geschah kurz vor der Morgendämmerung, also innerhalb des 24-Stunden-Zyklus, wie Mose es versprochen hatte. Alle Ereignisse, die während des Tages von Mose versprochen wurden, erfüllten sich buchstäblich kurz vor der Morgendämmerung, also am selben Tag. 2. Mose 14, Vers 27, da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen und Jahwe stürzte die Ägypter mitten ins Meer. Das war der letzte Akt der Erlösung für das hebräische Volk. Das fünfte biblische Beispiel oder Zeugnis ist die Mannerwoche in 2. Mose 12, 1 bis 10. Die Mannerfestation, nachdem das Pöbelvolk Ägypten verlassen hatte, hatte die Mehrheit der Hebräer fast alle das Gesetz Jahwes vergessen. Das ganze Lager kam am 15. Tag des 2. Monats hungrig, schlecht gelaunt und klagend in der Wüste Sin an. 2. Mose 16, 1. Jahwe sagte zu ihnen, dass er im Begriff ist, sie mit Brot, mit Manna vom Himmel zu nähren. Er sagte ihnen in diesem Vers auch den genauen Grund, zuerst allerdings zu Mose, was mit diesem Himmelsbrot verbunden war. Zweite Mose 16, 4. Da sprach Jahwe zu Mose, siehe, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und den täglichen Bedarf an seinem Tage sammeln, damit ich es versuche, ob es wandeln wird in meiner Tora, in meinem Gesetz, in meiner Anweisung oder nicht. Jeschua bereitet das Volk für sein erstes Fest seines Kalenders, den wöchentlichen Sabbat, vor. Die erste Maßnahme bestand darin, dass jede Person pro Kopf ein Omer während jeden Zyklus sowie an 5 nacheinander folgenden Zyklen sammeln sollte. Die zweite Maßnahme bestand darin, dass sie während des 6. Tages eine doppelte Portion sammeln sollten, um genügend für den 6. und den 7. Tag zu haben. Um die 6 angeordneten Aufgaben effektiv vor dem wöchentlichen Sabbat abzuschließen, ist es notwendig, am Anfang des 1. Zyklus bei der Morgendämmerung zu beginnen und nicht in der Mitte vom 1. Zyklus,
wozu die Sonnenuntergangstheorie uns zwingen würde. Denn bei Sonnenaufgang wäre die Hälfte des ersten 24-Stunden-Zyklus bereits vorüber. Ansonsten würden die erforderlichen volle 6 Zyklen vor dem wöchentlichen Sabbat unvollständig sein. Der Sonnenuntergangstag beginnt beim Sonnenuntergang. Deshalb würde das Manna erst 12 Stunden, nachdem der Tag bereits begonnen hatte, ankommen. In 2. Mose 16, 4-5 redete Jaschua mit Mose an einem wöchentlichen Sabbat. Vor dem Beginn des ersten Zyklus, also am Sonntag, indem sie die doppelte Portion von Manna während des sechsten Zyklus sammeln sollten, hatten sie genug Nahrung für den siebten Tag und konnten an diesem Tag ruhen. In 2. Mose 16, 8 erklärte Moses, dass das Manna am Morgen, Hebräisch 12, 41, Burka, und an den darauffolgenden 5 Tagen eintreffen würde. Am sechsten Tag morgens sollten sie für 2 Tage, Rüsttag und Sabbat, sammeln, weil am Morgen des wöchentlichen Sabbats kein Manna sein würde. Die Israeliten wurden besonders angewiesen, kein Manna bis zum nächsten Morgen aufzubewahren, denn am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang fing der neue Zyklus an und nicht bei Sonnenuntergang. Am nächsten Morgen gab es neues Manna und das alte wurde vor Sonnenaufgang schlecht. Laut 2. Mose 16, 22 sollten sie am sechsten Tag 2-mal so viel Manna sammeln, damit sie genügend für den wöchentlichen Sabbat haben. Moses sagt in Vers 23, morgen ist Ruhe, ein heiliger Sabbat dem Yahweh. Warum sagte Mose morgen und nicht heute Nacht, am Beginn des Sabbats, zum Sonnenuntergang, am Freitagabend? Wusste Mose nichts davon, dass der Sabbat bei Sonnenuntergang beginnt? Wie steht es mit der sogenannten 12 Stunden heiligen Zeit nach Sonnenuntergang am Freitag, diese heilige Zeit vor Morgen und vor dem Geben des Manna? Wenn der Beginn des heiligen Sabbats so wichtig ist, dann hatte Mose die hörbare Stimme Jahwes an die Hebräer offensichtlich in seiner Pflicht versagt. Das wäre eine Pflicht seinerzeit gewesen, die Menschen darauf hinzuweisen, dass der Sabbat mit Sonnenuntergang beginnt. Denn die Mehrheit der Menschen hatten Jahwes Tora vergessen. Und besonders die feinen Einzelheiten, wie und wann die heilige Zeit des Sabbats beginnt. Es war seine Pflicht, die Menschen darauf hinzuweisen. Warum informierte Mose sein Volk nicht über den Beginn des bevorstehenden Sabbats, dass dieser bei Sonnenuntergang beginnt? Könnte es sein, dass der Sabbat gar nicht am Freitagabend beginnt? Jede Person, die Mose aus Ägypten führte, war von ihm hinsichtlich der Anweisungen Jahwes vollständig abhängig, besonders über den bevorstehenden Sabbat bei Sonnenuntergang. Die oberen farbigen Kästchen hier geben einen Überblick der ersten 5 täglichen Zyklen. Die 24-Stunden-Zyklen oder Tage beginnen mit der Morgendämmerung laut Jahwes Schöpfungsbericht, bei dem der Lichtteil des Tages der Dunkelheit vorausgeht. Die Goldklammern, die Manna-Zyklen, sind mit der Morgendämmerung synchronisiert, beginnen mit dem ersten Zyklus der Manna-Woche. Die Lila-Klammern erstrecken sich über 2 vollständige Zyklen von Freitagmorgendämmerung bis Sonntagmorgendämmerung. Das Versprechen war, dass das Manna für diese 48 Stunden frisch bleiben würde. Das Manna stank nicht, als es Abend wurde, Sabbatnacht, weil das nicht der Neubeginn eines neuen Zyklus war. So lasst uns nochmal diese Grafik des nächsten Bildes sehen, weil es etwas größer und deutlicher ist. Hier haben wir den blauen Pfeil auf der linken Seite. Jeschua belehrte Mose über den Sabbat des siebten Tages mit der Manna-Woche. In 2. Mose 16, 5. Dann, die Menschen lernen den wöchentlichen Zyklus durch die Manna-Woche kennen in Goldklammern.
die wir hier haben, vom Tag 1, 2, 3, 4 und 5. Yeshua lehrte sie durch eine der wichtigsten Funktionen des Körpers, nämlich durch tägliche Energieerneuerung, dass sie also essen müssen, und das bewirkte ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Es war eine ganz einfache Lehre, denn der Mensch muss essen, dass er leben kann. Und drittens haben wir, das Manna trifft jeden Morgen ein, also bei der Morgendämmerung, das ist der grüne Pfeil hier auf der rechten Seite, 2. Mose 16, 12 bis 13. Und am sechsten Zyklus morgen, also am Freitag, hier mit der lila Klammer, sammelten sie eine doppelte Portion, 2. Mose 16, 22. Mose spricht, ist der rote Pfeil, morgen, die blaue Klammer hier am 22. ist Ruhe, ein heiliger Sabbat, dem Jahwe. Alles aber, was übrig bleibt, legt euch hin zur Aufbewahrung bis an den Morgen. Morgen, Boker, ist Sabbat, Shabbat. Boker ist die Morgendämmerung, der nächste Tag. Hier haben wir den Rüsttagzyklus, die Manna-Kundgebung wiederum. Wir haben hier der sechste Tag, haben sie eine doppelte Portion bekommen von Manna. Dann zweitens, Jeschuas Worte an Mose, morgen, goldener Pfeil, ist Ruhe, ein heiliger Sabbat dem Jahwe. 2. Mose 16, 23. Mose redete diese Worte wissend, dass der Rüsttag am Morgen endet und der nächste Tag beginnt. Drittens sagt er, backt, kocht und alles, was übrig bleibt, legt euch hin zur Aufbewahrung bis an den Morgen. Das ist der braune Pfeil. Dann viertens, esset es heute, denn heute ist Sabbat, dem Jahwe. Mose redete diese Worte Sabbat, morgen, heute. Heute ist der Sabbattag, bis es dunkel wird, mit der Sichtung von drei Sternen. Also das ist der lichte Teil des Tages und dann der dunkle Teil, ist der auch zum Sabbat gehört, folgt danach. Die Manna-Woche unterstützt in keiner Weise den Sonnenuntergang als den Beginn des Sabbats oder eines anderen Tages. Schlussfolgerung für die Manna-Woche. Wir wissen genau, da Mose in 2. Mose 16, 23 sagte, dass der Sabbat am Morgen beginnt, weil er das Wort Boker gebrauchte. Wenn Mose aber wirklich meinte, dass der Sabbat bei Sonnenuntergang am Freitag beginnt, dann hätte die hebräische Redewendung Shemesh Bo gebrauchen müssen. Das würde jedoch ein weiteres Problem schaffen. Und warum? Denn Shemesh Bo bezieht sich auf beides, auf den Aufgang der Sonne sowie auf den Untergang der Sonne. Somit hätte Mose noch einen Schritt weiter gehen müssen, um klarzustellen, was er meint. Ob er sagen will, dass der Sabbat mit Shemesh Bo, dem Sonnenuntergang, oder mit Shemesh Bo, dem Sonnenaufgang beginnt. Mose Anweisungen stimmen mit der Morgendämmerung überein. Die sechste biblische Beispiel, das wir haben, oder Zeugnis, ist die römische Berechnung eines Tages. Wir finden das in Johannes 19 und Matthäus 27. Was ist die römische Berechnung? Römische Berechnung beginnt die 24-Stunden-Zeitperiode zu Mitternacht. Also wir haben 6 Stunden vor dem Tageslicht und 6 Stunden nach dem Tageslicht. Schriftstellen römische Berechnung finden wir in Matthäus 27, 19, Johannes 19, 13 bis 14 und Johannes 20, 1 und 19. Matthäus 27, 19, lasst uns mal dahin gehen. Während er, spricht von Pilatus, aber auf dem Richterstuhl saß, sandte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn viel habe ich heute im Traum gelitten um seinetwillen. Um welche Zeit? Zu welcher Stunde?
saß er auf dem Richterstuhl? Die Bibel sagt ganz klar und deutlich in Johannes 19, als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesum hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu dem Juden, siehe euer König. Hier ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie ist es für Pilatus möglich, zur sechsten Stunde auf dem Richterstuhl zu sitzen, wenn nach Lukas 23 Jeschua bereits für 3 Stunden am Kreuz hing? Laut Jeschua und Lukas ist die sechste Stunde Mittag, 12 Uhr. Lukas 23, 44. Es war aber um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Zur 6. Stunde hatten die römischen Soldaten sich bereits um seine Kleidung bemüht. Man hatte ihm bereits Essig angeboten, ein Schild angebracht über ihn mit der Schrift, dass er der König der Juden sei, und das Gespräch mit den 2 mitgekreuzigten Räubern fand bereits statt. So, hier haben wir die Verse in Matthäus 27, 45. Von der 6. Stunde an ward eine Finsternis. Markus 15, 33. Nach der 6. Stunde war eine Finsternis. Lukas 23, 44. Und es war um die 6. Stunde. Und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die 9. Stunde. Und dann haben wir Johannes 19. Es war aber Rüsttag des Passa, es war um die 6. Stunde und er spricht zu den Juden, siehe euer König. Dann nun überlieferte er ihnen denselben, auf dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesum hin und führten ihn fort. Ist das Zeugnis von Johannes 19, was wir gerade gelesen haben, etwas anderes als das von Matthäus, Markus und Lukas? Sollten wir uns diese Frage stellen? Ist das verwirrend? Welche Uhrzeit ist die 6. Stunde, von der Johannes schreibt? Wir wissen, dass Matthäus, Markus und Lukas die Stunden nach der Schrift zählen. Das meint also, dass 6 Uhr morgens die Stunde 0, der Anfang der ersten Stunde ist, und 24 Stunden später der Kalendertag um 6 Uhr endet. Von wo fing Johannes zu zählen an? Und da er auf dem Richterstuhl saß, schickte er sein Weib zu ihm und ließ ihn sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, ich habe heute viel erlitten im Traum seinetwegen. Nach welcher Zeit richtete sich Pilatus seine Frau? Pilatus und seine Frau waren römische Bürger und gebrauchten die römische Zeitrechnung. Sie sagte, sie hatte heute einen Traum. Wir wissen, dass Jeschua sich die ganze Nacht in ihrem Scheingericht befand. Es war sehr früh, als Pilatus Jeschua verhörte. Wenn Pilatus seine Frau behauptet, dass sie heute einen Traum hatte, meinte das, dass dies nach Mitternacht und vor der Morgendämmerung geschah, also am selben Tag nach der römischen Zeitberechnung, wo Pilatus sich um 6 Uhr früh auf den Richterstuhl setzte? Es ist zu beachten, dass die biblische sowie die römische Zeitrechnung beide Personen und beide Verse rechtfertigen. Jedoch, das ist erst der Anfang. Denn Pilatus, seine Frau, hatte einen Traum. Erstens, es war der 13. Abib, Nacht, dunkel, Gethsemane fand statt, der Verrat, Gerichtsverfahren, bis zur Morgendämmerung. Am 14. Tag des ersten Monats. Pilatus sitzt auf dem Richterstuhl in der 6. Stunde. Nach Johannes 19, 14. Johannes lebte in Antioch, einer römischen Stadt, schrieb an ein römisches Volk mit einer römischen Zeitrechnung. Damit Römer seine Botschaft verstehen können, war es notwendig, anerkannte römische Begriffe und Zeitrechnung zu gebrauchen. Drittens, die Frau des Pilatus, eine römische Bürgerin, spricht zu ihrem Mann, einem römischen Gouverneur, gebrauchte die römische Zeitangabe,
sagt dem Pilatus am frühen Morgen, dass sie einen Traum über Jeschua in dieser römischen 24-Stunden-Zyklus hatte? Sie hatte diesen Traum innerhalb 6 Stunden zwischen Mitternacht und der Zeit, wo Pilatus sich auf dem Richterstuhl setzte. Für einen Römer war es in der Tat heute, wo sie diesen Traum hatte. Matthäus 27, 19. Für einen römischen Bürger war die 6. Stunde 6 Uhr morgens, der Zeitpunkt, wo Pilatus sich am 14. Tag des 1. Monats, also am Mittwoch, auf den Richterstuhl setzte. Das stimmt mit der Zeitangabe der Tora vollkommen überein. Achtung, Matthäus, Markus, Lukas gebrauchten Morgendämmerung-Berechnung und Johannes gebrauchte römische Berechnung. So sind sich alle in Bezug auf die Zeit der Gerichtsverhandlung einig. Der Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung von Mitternacht an, der Beginn von Abib 14, Morgendämmerung, und der Beginn der Kreuzigung um die 3. Stunde um 9 Uhr. Frage, kannst du die Tiefe der letzten Aussage verstehen? Es nimmt die biblische sowie die römische Zeitrechnung, um alle Aussagen der Schrift in Einklang zu bringen. Außerdem finden wir nirgends in der Schrift die Idee, dass der 24-Stunden-Tag sich von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang erstreckt. Es existiert einfach nicht. Es ist eindeutig, von wo die Verwirrung herkommen kann, wenn man dieses Konzept der Schrift versteht. Sobald man aber darauf hingewiesen wird, ist alles einfach zu verstehen und viele Fragen der Schrift werden beantwortet. So lasst uns Johannes 20,1, eines der verwickelsten Texte in der ganzen Schrift, lesen. Der Drache will unbedingt, dass dieser Text missverstanden werden soll. Die Worte am 1. Tag der Woche, da es noch finster war, sind eines der wichtigsten Verse des Neuen Testaments, um eine Sonntagsauferstehung des Messias zu beweisen. Wenn man der pharisäischen Tradition von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergangstheorie glaubt, dann fand die Auferstehung des Messias sicherlich am 1. Tag der Woche statt. Als Maria Magdalena laut Johannes 20,1 am 1. Tag der Woche zum Grab ging, war das während der Nacht des wöchentlichen Sabbats, also nach Sonnenuntergang, oder war es bereits der 1. Tag der Woche nach der römischen Zeitberechnung? Marias Ankunft am Grab in der Dunkelheit vor der Morgendämmerung, war das also am Sabbat oder schon Sonntag? Denn Maria kommt in der Dunkelheit, was noch Teil des wöchentlichen Sabbats war, an. Nach römischer Berechnung allerdings war es bereits der 1. Tag der Woche oder Sonntag. So, wir haben hier auf der linken Seite Jahweszeitrechnung und auf der rechten Seite römische Zeitrechnung. Jahweszeitrechnung, Maria kommt zum Grab während der Dunkelheit. Das sind die letzten Minuten von Abib 17. Der Sabbattag, der Lichtteil, endete bei der Abenddämmerung und der 24-Stunden-Zyklus geht jetzt auch bald zu Ende. Der 7. Zyklus endet und der 1. Zyklus, der 24-Stunden-Tag eines neuen Tages, beginnt. Dann haben wir die römische Zeitrechnung. Maria kommt zum Grab am Sonntagmorgen, römische Zeitrechnung. Beachte den roten Pfeil hier. Es ist jetzt bereits 6 Stunden im 18. Tag von Abib nach dem römischen 24-Stunden-Kalender, der zu Mitternacht beginnt und Mitternacht endet. Johannes berichtet das Ereignis auf diese Weise, damit seine Lesergruppe des Römischen Reiches es verstehen. Nochmals, ging Maria zum Grab am 1. Tag der Woche oder war es noch immer der wöchentlichen Sabbat? Laut der biblischen Zeit war das noch nicht der 1. Zyklus der Woche, also Sonntag, sondern es war das Ende der Nachtsaison des wöchentlichen Sabbats, der 7. Zyklus. Nach der römischen Zeitberechnung allerdings war es bereits Sonntag, der 1. Tag der Woche, weil die Römer mit dem Kalendertag
nach Mitternacht begannen. Laut der Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang-Theorie war es auch schon Sonntag, also der erste Tag der Woche, weil in dieser Theorie der neue Tag bei Sonnenuntergang beginnt. Alle Probleme sollten jetzt gelöst sein. Wir könnten weitere Beispiele der Heiligen Schrift anführen, wie 1. Mose 19, Lots grobe Fehler, 1. Mose 31, Labans und Jakobs Bund zu Mizpah, 2. Mose 10, Myriaden von Heuschrecken, 3. Mose 7, zu essen oder nicht zu essen, Richter 6, 7, Fell, Tontöpfe und Schofars, 1. Samuel 5, Dagon, der Fischgott, entlarvt, 1. Samuel 19, Umgehung des Speeres, 1. Samuel 30, David schlägt die Amalekiter und dann Ruth 2, Ruth Antwort an Naomi. Ein sorgfältiges Studium dieser Beispiele hier, die ich aufgezählt habe, beweist, dass der 24-Stunden-Tag im Morgengrauen und nicht zur Zeit der Abenddämmerung beginnt. Siebtens, jüdisches Zeugnis. Stimmt die Geschichte mit der Schrift überein? Historische Beweise. Die Juden selbst wissen wahrscheinlich nicht, in welchem Jahrhundert die Tradition entstand, den Sabbat vom Sonnenniedergang an und bis zum Sonnenniedergang zu heiligen. Wenn eine Tradition tausende von Jahren zählt und in der Bibel nichts darüber berichtet wird, so ist es schwer, hinter die Wahrheit zu kommen. Wie, wann, warum und von wem sie begründet wurde. Wenn es irgendwelche Mitteilungen auf Tontafeln oder auf dem Pergamentpapier oder auf dem Papyrus gegeben hätte, die moderne Tageszählung, bei der Tag- und Nachtzyklus mit der Nacht beginnt, ist keine göttliche, sondern eine menschliche Institution. Mit demselben Erfolg könnte man die Tageszählung zum Beispiel bei 8 Uhr morgens oder seit 5 Uhr nachmittags abzählen. Und dadurch würde kein Schaden entstehen. Aber die moderne Tageszählung geht auf eine undurchdringliche Vergangenheit zurück. Und wer sagt uns Bescheid darüber, ob die Völker von den Hebräern oder die Hebräer von anderen Völkern solch ein Abzählen übernommen haben, bei dem die Nacht dem Tag vorangeht? Wie war es bis zum babylonischen Exil? Wie war es bis Mose? Wie war es bis Abraham und bis zur Sintflut? Wenn man die Juden fragen würde, ob sie auch wissen, seit wann Israel den Sabbat vom Sonnenuntergang an bis zum Sonnenuntergang zu heiligen begann, so bekommt man wahrscheinlich Folgendes zu hören. Ja, natürlich seit der Zeit Mose. Wir können aber die ganze Tora sowie das Buch von Josua vom Anfang an bis zum Ende durchlesen und keine Zeugnisse finden, dass zur Zeit Mose oder Josua des Sohnes Nuns der Brauch gepflegt wurde, den von Gott gebotenen wöchentlichen Sabbat vom Sonnenuntergang an bis zum Sonnenuntergang zu heiligen. Mehr noch, wir finden im ganzen Tanach keine Mitteilung darüber. Bei Mose kann man nur eins finden, dass Gottes Tag der Nacht vorangeht. Aber warum haben das die Hebräer nicht eingesehen? Manche Leute aus einem ehemaligen Nomadenvolk, die des Hebräischen nicht mächtig waren, haben das eingesehen, aber die Hebräer nicht. Wie kann das sein? Leider oder vielleicht glücklicherweise, denn von der Geburt des Königs der Juden, Yahshua HaMashiach, haben zuerst die Weisen des Orients und nicht die Weisen Israels erfahren. Ungeachtet dessen, dass die Hebräer alle Vorteile hatten und die Prophezeiungen, die die Hebräer aus ihren eigenen Schriften nicht verstanden haben, wurden seltsamerweise von den heidnischen Christen verstanden. Ist das nicht verwunderlich? 2. Korinther 3, 14 bis 16. Sondern ihre Sinne sind verstockt, heißt es hier, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, welche in Christo aufhört. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn es aber sich bekehrte zu Yahweh, so würde die Decke abgetan. Hier haben wir den historischen Beweis Nummer 1. Dieser historische Beweis unterstützt die biblische Lehre, dass der Tag im Morgengrauen beginnt.
Bedeutung von Tag in der Bibel, die Saison des Lichts, 1. Mose 1,5, dauerte vom Morgengrauen buchstäblich vom Aufgang der Morgenröte bis zum Heraufkommen der Sterne. Das ist von der jüdischen Enzyklopädie, Seite 475. Historischer Beweis Nummer 2 aus dem Buch Jüdische Feste, Geschichte und Befolgung, Seite 13. Um die Entweihung des Sabbat zu verhüten, fügten die Juden die Freitagsnachmittagsstunden dem Sabbat hinzu. Hinweis: Die Juden veränderten die Struktur eines Tages und fügten die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zum Tag. Das ist jedoch nicht biblisch, sondern ist eine pharisäische Tradition. Historischer Beweis Nummer 3 aus dem Buch Das Judentum zwischen gestern und morgen, Seite 518. Wenn wir uns das Wesentliche eines Tages der Ruhe und Besinnung ansehen, das eine religiöse Orientierung hat, dann ist es möglich, die Verschiebung des Sabbatgottesdienstes vom Sabbat auf Freitagabend zu rechtfertigen. Die Feier auf den Vorabend des Festes zu halten, wurde schon im Mittelalter getan. Historischer Beweis Nummer 4 aus dem Buch Die neue katholische Enzyklopädie, Band 11, Seite 1068, heißt es: Ein heiliger Tag der Ruhe am siebten Tag, dem Sabbat. Die Tage wurden von morgens bis morgens gerechnet. Auch das römische System kennt die Wahrheit über die Morgendämmerung. Historischer Beweis Nummer 5 aus dem Buch Die katholische Enzyklopädie, Band 11, Abschnitt betitelt Späte jüdische Kalender. Nach der Regierungszeit von König Josua, ca. 640 bis 609 vor Christus, und vor allem nach dem babylonischen Exil, kam es zu einer Reihe von bedeutenden und anhaltenden Veränderungen im israelitischen Kalender, die zeigten, dass die Juden langsam den derzeitigen babylonischen Kalender annahmen. Der Tag wurde jedoch nach babylonischer Gewohnheit von Abend zu Abend gehalten. Historischer Beweis Nummer 6 aus dem Buch Der Kalender des antiken Israels, Seite 146. Kurz nach der griechischen Zeitperiode, 236 vor Christus, kam die Änderung, wie der Tag berechnet wird, nämlich von Abend zu Abend, anstatt von Morgen zu Morgen, wie vor Alters. Historischer Beweis Nummer 7 von Jakob Lauterbach, Rabbinische Aufsätze, Hebräisches Union College Press, Cincinnati, Ohio, 1951 geschrieben. Es gibt keinen Zweifel, dass in der vorexilischen Zeit, also vor der babylonischen Gefangenschaft, die Israeliten den Tag von Morgen zu Morgen rechneten. Der Tag begann mit der Morgendämmerung und endete mit der nachfolgenden Nacht, das heißt mit dem letzten Augenblick vor der Morgendämmerung des nächsten Morgen. Die genaue Beschreibung der Ausdehnung eines Tages, wie es uns in 1. Mose 1,5 gegeben ist, zeigt solch ein System der Zeitrechnung. Denn es heißt dort, es ward Abend und es ward Morgen, erster Tag. Diese Schriftstelle, 1. Mose 1,5, wurde von der Talmud missverstanden. Es wurde von R. Samuel B. Meir, der zwischen 1100 und 1160 lebte, richtig interpretiert, wenn er bemerkte, es sagt nicht, dass es Nacht wurde und es war Tag, ein Tag, sondern es sagt, es war Abend, was bedeutet, dass die Tageszeit zu Ende ging und das Licht verschwand. Wenn es sagt, es war Morgen, dann meint dies, dass die Nachtzeit zu Ende ging und der Morgen dämmerte. Dann war ein ganzer Tag abgeschlossen. Abschließend, Jahwe ist ein logischer Gott. Lasst uns auch die Logik gebrauchen, um zu verstehen, was hier präsentiert wurde. Wahrlich biblisch akkurat ist. Ist es logisch, einen Tag zu beginnen, wenn die Sonne untergeht?
zu einer Zeit, wenn der Mensch seine tägliche Arbeit verrichtet hat? Ist es logisch, einen neuen Tag zu beginnen, wenn der Mensch von seiner täglichen Arbeit erschöpft nach Hause kommt? Ist es sinnvoll, dass ein neuer Tag in der Nacht beginnt? Die Nacht ist zum Schlafen da. Macht es Sinn, einen neuen, frischen Tag zu beginnen, wenn die Schöpfung als Ganzes schlafen geht? Absolut nicht. Auf der anderen Seite ist es nicht viel sinnvoller, dass ein neuer Tag im Morgengrauen beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Ist es nicht sinnvoller, den Tag zu beginnen, wenn die meisten Lebensformen auf dieser Erde zu einem neuen, frischen Start erwachen? Absolut. Unser Schöpfer hat uns ein weiteres Zeugnis oder Beispiel in der Natur gegeben. Das sind die Vögel. Sie fangen an zu singen, wenn das erste Licht der Morgendämmerung scheint, wenn des Schöpfers Tag beginnt. Wenn du es nicht herausfinden kannst, dann höre auf die Vögel, denn sie wissen es. Welchen biblischen Beweis gibt es, dass der 24-Stunden-Zyklus um Mitternacht oder am Sonnenuntergang beginnt? Es gibt keinen Beweis. Klare biblische Beweise zeigen, dass der Tag mit dem Morgengrauen beginnt. Studiert diese Präsentation mit einem offenen Herzen, frei von allen vorgefassten Ideen und prüft alles mit der Schrift, angefangen in 1. Mose 1, Vers 1. Ein neuer Tag beginnt am Morgen mit dem ersten Sonnenlicht, der Morgendämmerung. Lobt Yahweh, denn er hat die Sonnenuntergangslast entfernt. Wenn wir erwachen, beginnt ein neuer Tag. Es ist mein Gebet, dass wir diese Dinge studieren, denn wir wollen tun, was recht ist und keinen Traditionen oder Menschenlehren folgen, sondern nur, was Jahwe in seinem Wort geschrieben hat. Möge er uns helfen, dass unsere Herzen, unsere Augen und unser Herz offen sind für seine Wahrheit, ist mein Gebet. Im Namen Jeschuas. Amen.